kaum zu glauben, dass wir verwandt sind. Macht eure Mutter verantwortlich, nicht meine. Eure Pflicht ist klar. Gebt den Prinzen heraus. Beendet den Krieg. Feigling, wir werden angegriffen und ihr wollt nachgeben. Die Zwergenkönige der letzten 1000 Jahre würden sich ihr Grab umdrehen. So was Dummes. Und ihr lasst die Eindringlinge auch noch ziehen. Ich habe sie den ganzen Weg bis zur Grenze verfolgt. Ihr gehört zu meinem Clan. Mein Wort galt auch für euch. Ihr habt euren eigenen Eid gebrochen. Nicht aus meiner Sicht. Ich werde mit dem König sprechen. Geht, ihr rückgratloser Wurm. Wagt nur ja keinen Krieg, um eure Ländereien zu behalten. Ihr könntet euch die Kleider beschmutzen. Geht und weint euch vor dem Königsrat aus. Ich gehe. Und bei meiner Rückkehr werdet ihr ein anderes Lied singen. Sehr wahrscheinlich Siegeshymnen, während Laszlo und seine roten Fanatiker Klagelieder singen werden. Ihr seid zu betrunken und dumm, um ihn zu besiegen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin manchmal betrunken, aber immer klug. Ihr seid nur manchmal betrunken. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was König Tolga und der Hohepriester Hangful davon halten. Hangful, ja? Ich warne besser den Clan. Wer weiß, wo dieser Blitz einschlägt. Den kleinen André mitgenommen und eure Schildwachen getötet. Dieses stinkende Schwein. Nicht zu glauben, dass er von meinem Blut ist. Habt ihr Befehle? Ja. Folgt ihm. Seht, wohin er geht. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen, wenn das hier vorbei ist. Wie meint ihr das, Verräter? Jeder weiß, dass ihr Wulfstan nicht leiden könnt. Eure Vorwürfe sind etwas weit hergeholt. Aber es stimmt! Er hat einen Krieg mit dem Greifenimperium begonnen! Tatsächlich? Er ist einfach los und hat angegriffen? Wen denn? Seinen Freund und Nachbarn Duncan? Oder hat er Klauenwacht belagert? Nun ja, er hat einen Greifenprinzen! Was ist mit diesem Prinzen, der den ganzen Ärger verursacht? Ah ja. Asyl wird nicht leichtfertig gewährt. Wulfstan hätte besser nachgedacht, bevor er die Steinhallen mit den Streitigkeiten seiner Freunde verknüpft. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Er handelt, ohne an unser Volk zu denken. Ich fürchte, mein König, dass wir diesen Vorfall näher untersuchen müssen. Wirklich? Aber Wulfstan war immer so stark und so sicher. König der Steinhallen, ihr Herren, ich bitte um eine Audienz bei euch. Ich bin Isabel, Königin des Greifenimperiums. Ihr? Eure Truppen greifen uns an. Wie seid ihr hierher gekommen? Durch die Übertragung eines Bildes meiner Person, durch ein Portal. Seltsam. Ich dachte, nur Dämonen und heidnische Zauberer kennen diesen Trick. Wir haben viel von den gefangenen Anhängern dieses Kults gelernt. Wir haben von eurem diesbezüglichen Wirken gehört. Aber das ist eure Sache. Der Grenzkrieg ist unsere. Richtig. Achtet auf eure Worte. Wir befinden uns im Krieg. Irrtümlicherweise. Ein abtrünniger Kriegshäuptling namens Wulfstan hält einen unserer Prinzen gefangen. Und dieser Krieg lenkt euch zu einem Zeitpunkt ab, da die Dunkelelfen wieder zu den Waffen greifen. Es gab ein paar kleinere Zusammenstöße. Leider sind uns durch unsere Verträge mit Clanführer Raelak die Hände gebunden. Wir müssen sie in Kriegszeiten unterstützen. Dann werden wir euch zweimal besiegen. Die Sache ist die. Seht ihr,
Unter bestimmten Bedingungen könnte man einen bedeutungslosen Vertrag mit den Dunkelelfen vergessen. Und unser Grenzkrieg wäre beendet. Ja? Der Prinz, geht uns Amrei. Und ihr habt freie Hand, die Dunkelelfen für ihren Stolz zu bestrafen. Was soll das? Verträge brechen, Prinzen opfern. Denkt nach, Eure Majestät. Eine stabile Verbindung mit einem starken Greifenimperium. Eine Möglichkeit, den Höhlenabschaum aus seinen Löchern zu treiben. Das hat einiges für sich. Mit einem einzigen kleinen Wermutstropfen. Ja, richtig. Und der wäre? Unser junger Freund Wulfstan. Macht, Männer! Noch mehr solche Prügel und die roten Schurken laufen nach Hause! Schmiede und Feuer! Seid gegrüßt, Herald! Was gibt es Neues aus Tormyrdal? Ich bringe Nachricht für alle Zwerge, die das Herz auf dem rechten Fleck haben! Hier werdet ihr keine anderen finden! König Tolgar hat eine Versammlung der Clanführer einberufen. Den Dunkelelfen von Ikjal wurde der Krieg erklärt. Ha! Wie viele Krieger wollen sie zugleich führen? Unser Clan hat schon genug mit diesem zu tun. Und außerdem, Raus damit, Mann! Es wurde verfügt, Wulfstan vom Winterwind zum Verräter und Geächteten zu erklären. Was? Sei still und geh nach Hause. Er benimmt sich wie ein Kleinkind. Legt ihn übers Knie und versaut ihm den Hintern. Lasst mich anfangen. Ich rufe alle Zwerge auf, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, die Worte des Königs zu beachten und sich von Wulfstan loszusagen. Auf seinen Kopf wurde ein Preis ausgesetzt und man wird ihn zur Strecke bringen. Rasiert ihm den Bart ab. Lasst uns nachsehen, ob er seines am rechten Fleck hat. Kleidet ihn in Rosa und Purpur. Er ist verrückt geworden. In Ordnung, genug. Warum nennen Sie mich einen Verräter? Ihr habt Krieg gegen unsere Freunde, das Greifenimperium, geführt. Ich? Wir konnten uns gegen sie wehren oder ihnen gleich die Schlüssel geben. Geht nach Hause, ihr habt eure Antwort. Wir kämpfen, bis unser Land frei ist, wer auch gegen uns antritt. Rolf und Angful, bitte ich. Gute Nachricht, Männer. In seiner Güte schickt Arkad uns noch mehr Hintern zum Hineintreten. Gute Nachrichten, Kriegsfürst. Die Greifentruppen ziehen sich zurück. Ja, nicht wahr? Gut. Ich bin nicht überrascht. Ein tollwütiger Hund wie Laszlo braucht Gold, um sich den Gehorsam seiner Armee zu erkaufen. Aber sie haben viele Truppen in Thoral zurückgelassen. Und sie verschanzen sich. Sollen sie. Bei Feuer und Blut. Wenn Arkad will, werden wir ihnen zusetzen, bis von ihnen im Land der Steinhallen nur noch Blutflecken übrig sind. Nutzt Arkads Namen zu leichtfertig und eigensüchtig. Ich bleibe bei Wulfstan. Ihr also auch ein Abtrünniger? Sobald ich wieder in Tormyrdal bin, hole ich mir euren Kopf. Wenn ihr ihn mir nehmen könnt, gehört er euch.
Bei allen Clans und Schmiedehöfen, Wulfstan. Du bist eine tote Male. Er ist also nach Tor Myrdal zurückgekehrt. Wohl um noch mehr Ärger heraufzubeschwören. Nun gut. Sobald wir Toral zurückhaben, wird er es schwer haben, seine Racheschwüre zu erfüllen. Da ist noch mehr. Rolf war auch wegen Duncan beunruhigt. Jemand hat ihn befreit und jetzt setzt er Rolfs Truppen zu. Er ist frei? Wärt ihr ein Mädchen, würde ich euch küssen. Mein alter Gefährte Duncan ist frei und macht Schwierigkeiten. Ihr wisst ja, was man sagt. Zwei Dickköpfe sind besser als einer. Machen wir uns auf die Suche nach ihm. Wulfstan, verrückter Spitzbube. Es ist verdammt schön, euch zu sehen. Danke, gesund und munter. Jemand soll ein Fass anstechen. Nicht jetzt. Wir haben immer noch... Es tut mir leid, dass ich euch in diese Sache verwickelt habe. Pah. Wenn man Angst hat, das Richtige zu tun, kann man sich auch gleich hinlegen und sterben. Außerdem hätte es zwischen Rolf und mir sowieso irgendwann gekracht. Sicher. Was sagen die Clans? Winterwind hält zu mir, integre Leute. Hangful wird seine Priester der tiefen Flamme auf seine Seite ziehen. Grimmstahl folgt dem König ebenso wie Hirtwache. Starkhammer Steinfaust, wer weiß. Ich nehme an, dieser neue Krieg unter dem Berg bereitet ihnen mehr Sorgen. Die Dunkelelfen auch? Warum? Wo? Wann? Sie haben uns ein wenig gereizt. Und Tolga hat sich mit Hammer und Zange auf sie gestürzt. Aber das ist sein Problem. Wir müssen erst unser Problem bereinigen. Abgemacht. Aber es wird nicht leicht. Ich wünschte, Freida wäre hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was? Sie hat einen äußerst strategischen Verstand. Und ein paar andere Dinge sprechen auch für sie, wenn ihr versteht, was ich meine. Sogar die Felsen verstehen, was ihr meint. Aber sie ist weg, um ihren Vater zu retten. Je mehr Ärger wir Alaric und Laszlo bereiten, desto leichter wird es für sie. Da habt ihr's. Wir wollen beide Laszlo an den Kragen. Also los, nur noch eins. Ihr ladet mich zur Hochzeit ein, oder? Oder wenigstens zu eurem Junggesellenabschied. Wulfstan, alter Freund. Ja? Haltet den Mund. Kundschaft hat sie auch gesehen? Jawohl. Sie ist in Schwierigkeiten und muss sich beeilen. Ich mache mir Sorgen. Wenn Laszlo weiß, dass sie unterwegs ist, wird er Klauenwacht benachrichtigen. Und dann wird Godric... Ich möchte nicht, dass das geschieht. Ich auch nicht. Beschäftigen wir sie also anderweitig. Ja?
soll das? Was macht er? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Mein Elrond, er ist ein bösartiger Schurke. Ihr seid immer viel zu höflich. Ich nenne ihn einen... Nicht höflich. Da kommen noch mehr rote Truppen. Verwünscht, Zwerge! Krieger der Steinhallen! Zu mir! Auf in den Kampf! Bitte des Hirschen! Für unsere Freiheit! Vater! Oh nein! Elrond, steh uns bei! Meine Tochter Freida! Unter all diesen Martern, in all diesem Grauen hat mich nur eins wirklich gequält. Dass ich sterben würde, ohne dich noch einmal zu sehen. Ihr werdet nicht sterben. Ich hol euch hier raus. Dann kämpfen wir gemeinsam für die Befreiung des Imperiums. Nein. Du wirst für das Imperium kämpfen. Ich habe getan, was ich konnte. Viele Jahrzehnte. Meine letzte Stunde hatte geschlagen, als der Bote von Laszlo eintraf. Laszlo, gebt nicht auf. Das ist nicht eure Art. Meine Leute sichern die Gänge. Wir können verschwinden. Bewahre dir das, was du jetzt gerade fühlst. Immer kämpfe weiter. Es wird schwer, meine Tochter. Aber wenn du durchhältst, werden wir gewinnen. Das spüre ich in den Knochen. Natürlich. Ich muss. Wir müssen. Vater. Und wenn dieser Tag kommt, wenn das Imperium gerettet ist, werde ich bei dir sein und mich mit dir freuen. Doch nun... Ah. Vater! Vater! Beherzige seine Worte. Nimm mein Geschenk. Was für ein Schrei war das? Freida? Wenn sie so eine Stimme hat, mein Freund, würde ich noch mal über die Hochzeit nachdenken. Aber sie hat es Laszlo gegeben. Gutes Mädchen. Welche magischen Kräfte er auch hatte. Freidas Schrei hat sie ihm geraubt. Beenden wir es. Danke, alter Freund. Mir war noch nie so danach, Schädel zu spalten. Vorwärts! Heute Abend sehen wir uns wieder. Entweder bei gebratenem Wild... Ei! Oder in den Hallen unserer Väter! Schmiede und Feuer!